einen wunderschönen guten Tag gewünscht daraus, meine Lieben. Wir sind vor 2 Minuten reingekommen. Die beiden Kleinen gucken kurz eine Sendung hier Peppa Pig an. Ich habe mich gerade hingesetzt und naschen zwei Reihe so eine kleine Plätzchen. Amy und ich haben da gestern seit letzten Wochen wieder mal Milo gewonnen. Nix. Billy hat heute wieder auf die Hose von Mara gekriegt. Weil die mit Malu ihre Klamotten zusammen lag. Mama, ich hatte halt voll den Call, ne? Auf der Nacht. Ich dachte wirklich, dass eine Maus in unserem Ding ist. Dann würdet ihr irgendwo Kot oder Nagelspuren haben. Es ist auch immer ganz dunkel. Ich lasse dieses Badezimmer rein, ich gucke hin, Maus, Baby liegt da und ein kleines Tier rennt ganz schnell weg. Was soll man denn da denken? Ich um 3 Uhr nachts, was soll ich denn da machen? Wohin denn weggerannt? Keine Ahnung, weggerannt, einfach weiter ins Badezimmer rein. Die saßen so an der Tür, so kurz nach der Tür, so neben der Dusche, weißt du? Da, wo der Wäschekorb immer stand. Ich glaube nicht, dass da eine Maus ist oder so. Ich habe mir schon Plan gemacht, wie ich mal meine Morgenroutine mache, so ohne Badezimmer zu benutzen. Da muss ich alles auf einmal in der, unten in der Toilette machen. Weil ich habe keinen Bock, jedes Mal nach unten zu laufen. Ja, doch, dachte ich halt einfach. Es ist halt einfach so. Was ist halt wieder ausgefallen, dass du früher Schluss hattest? Chemie. Du machst ja Kunst mit? Das ist ja her, ne? Nö. Mein Schulleiter. Und er sollte morgen mit uns und Herr Doppler zum Spiel fahren. Ja, und? Ja, keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir auf jemand anderes mitkommen. Wann muss er denn gehen? Morgen nach der Stunde fahren wir. Nee, wann muss er gehen? Wann muss er die Schule verlassen? Dauert noch. Dann muss er ja eigentlich mitkommen. Weil er nicht in der Schule ist. Bleibt er nicht? Ist er schon weg? Nein, aber er war heute nicht da. Warum hätte er denn morgen kommen? Muss ich doch nicht, dass er nicht da war. Hä? Ja, Digga, ich hab Chemie und ich hatte Ausfall. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich. Ich glaube, sie kriegt einen Zahn. Und zwar irgendwo links. Sie hat eine rote Wange. Das ist die Tankstelle von. Möchtest du einen Keks haben? Möchtest du mit Schokolade mit weiter? Oder nur mit weißer Schokolade? Wie nein? Maya! Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ihr wart ganz schön geizig mit der Schokolade, wenn ich das mal sagen darf. Die hat hier irgendjemand angerufen. Blue Jay Advertising. Was? Blue Jay Advertising? Was ist das? Hat die angerufen gerade? Ja. Was soll passieren? Was zur Hölle gibt sie da ein? Wie kommt sie auf diese Emojis? Ich benutze sie nicht mal. Also, die können nicht mal ganz vorne sein. Das heißt, Mann, du bist so ein NPC. Das gehört aber Maris. Ich fresse so. Welchen nehme ich denn jetzt mit? Nein, ich hab mein Auto jetzt gerade wieder abgeholt. Guck mal, was ich geschenkt bekommen habe. Ein neues. Wieso? Weil ich Tanja bin. Obwohl ich hiervon auch einen nehmen würde. Von denen hier. Also ein Glee? Ja, weil die Größe gefällt mir ganz gut. Ja, ob da jetzt Glee draufsteht, 145.000 Euro. Wofür? Da steht mein Baby.
Ja, und ein Stückchen weiter nach hinten, ja? Ja, mach ruhig ein Stück. Oh, schade, dass ich das jetzt nicht gefilmt habe. Es sieht so schön aus, wenn die Lampen angehen. Oh, ich nehme den hier. So, nochmal ganz kurz zu Ikea. Ein paar Sachen holen. Für Sie hier. 500 Euro? Nee, Spaß. 58. Unter 60, genau. Mama, die Balushi hat dir was gemalt. Was denn? Ich hab eine Mama. Oh, ein Herz! Können wir weiter, mein Schatz? Ich hasse mich gefühlt, als ich 500 Euro gesagt habe. Ja. Ich kann das als Thumbnail und dann 500 Euro für drei Artikel, Fragezeichen. Balushi! Seht ihr Leute, die Clickbait-Titel kommen hier nicht von uns, die sind Mama, von den Kindern. Mama, ich habe geträumt, ne? Wir sollten zum Essen gehen und dann hat sie gesagt, nur die Mädchen. Und dann bin ich einfach aufgestanden und mitgelaufen, weil ich geträumt habe. Maras träumt davon, dass er ein Mädchen ist. Süß. Nee, ich träume nicht. Doch, ab heute kriegst du Mara ihre Kleidchen in deinen Kleiderschrank gehangen. Ich mach Kleidchen mehr. So. Mara, was heißt K-K-O-4? Keine Ahnung. Das Ding hier ist nicht mal so hoch wie diese Wand. Aber hier auf dem Bild ist es angezeigt, als wäre es so hoch wie die Wand. Also es ist egal, was ich mache, es würde, könnte nicht mehr stimmen. Das ist einfach. Okay. Gib mir mal bitte die Beschreibung. Komm, ich glaube, das ist nämlich das kleine Stück hier. Nach meinen Berechnungen. Ich habe sogar noch einmal auseinandergebaut. Ich habe sogar noch einmal auseinandergebaut und nochmal zusammengebaut. Alles so gemacht, wie ich es kann. Und das ist einfach shit. Die erklären das nicht mal richtig. Ah, warte mal. Ah. Ach so, ja, das muss da rein. Irgendwie. Wie soll man denn das hinbekommen? Hast du es jetzt geschafft, ja? Nee, keine Ahnung. Gib mal her. Das kann ja auch nicht sein. Gib doch, mal genau her. So ist es. Nein, ich kann doch jetzt hier nicht die Dinger umklappen. Ist das dein Ernst, ja. Alter? Die könnte nur so neugierig sein. Nariges Stück. Guck mal. Das ist doch nicht mal genauso groß, Mama. Wie soll ich das jetzt machen? Ist doch alles richtig. Nein, das müsste genau so sein. Nein, muss es nicht. Da passt aber das Ding hier nicht drauf. Durch. Gib mal bitte her. Hallo, du hast die Wand. Das steht unten drauf, das weißt du, ne? Hä? Mach das nochmal rein, bitte. Ja, das muss ich auch erstmal durchgedrückt werden, warte. So. Ja, jetzt? Genau. Was jetzt? Ja, das ist trotzdem nicht so wie auf dem Bild. Und es sind auch noch immer so Sachen, die man so umklappen muss und so. Hast du jetzt nicht mal nicht angeguckt? Du machst auch einfach so, wie du es willst, ne? Ach, hab ich mir angeguckt. Okay, da sind aber noch Sachen, die man umklappen muss. Sag mir wo. Malu, kannst du bitte... Malu, Alter, jetzt ist alles nass. Nur weil du dein Kind nicht unter Kontrolle hast. Du bist bescheuert, Laura, ey. Komm her, du nicht kontrollierbares Kind. Mach mal hier sauber, das ist kein Händewaschmittel, das ist irgendwie Zellenwasser, das klebt. Hauptsache, sie stellt sich wieder in den Schrank rein. Alles gut? Mach mal so. Wow. Mara, das kommt nachher hin. Gib mir mal bitte den Deckel.
kommen wir jetzt eh als nächstes drauf. Aber was denn mit den ganzen Sachen, die umgeklappt werden müssen? Hast du ja schon unten umgeklappt. Unten, es gibt auch noch drei andere Sachen. Nimm sie mal bitte raus. Ich soll dich mal rausnehmen. Guck mal hier, Kukulala. Wo ist denn hier vorne und hinten, oder? Den Spitzen nach vorne. Ich wollte muss mal gucken, wie das aussieht. Ja, dieses Schützhändchen macht mich so aggressiv. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Guck mal, hier sind doch die, die man umklappen muss. Die hier. Aber so weit oben ist doch das gar nicht da drin. Guck mal hier, die soll man doch umklappen. Glaube ich. Nee, warte. Doch, so. Aber so hoch ist doch das Ding gar nicht. Das ist still ernst. Aber unten, das hast du richtig gemacht, sag mal was. Ja, hab ich halt so reingedingst. Malu, kannst du mal ganz kurz dein Popo wackeln? Nein, nicht da rein. Es war Popo wackeln. Nein, Maluschi. Du bist schon ein bisschen süß, ne? Kannst du mal tanzen? Kannst du mal tanzen? Okay, dann weiß ich auch nicht. Ja, schön. Ich muss Papa holen. Das ist dumm, ne? Ja, na, da wird sich jetzt bedanken. Warum wird er sich bedanken? Filmst du noch? Also das ist, Aufgeräumt ist, hat zum Essen aufgeräumt. Es fehlt einfach ein Zentimeter, ich weiß nicht warum. Malu, kannst du das bitte sein lassen? Hat sie jetzt geschrieben? Der ist schon bei Maras. Es juckt. Ich hab's gesehen, Maluschi. Was hat er gemacht? Ich mal. Ich hab gesehen, dass du den Tisch angemacht hast. Matthias? Und abgeschossen jetzt, ja? Würde das Papa, mal geben, Papa! Ja. Oh, wer kommt da? Papa, geh! Ehrlich? Hi. Matthias, ich. Es funktioniert nicht, es gibt einfach keinen Sinn. Ja. Es geht nur um die Rückwand hier. Das riecht hier ein bisschen nach Kot. Gar nicht. Also guck mal, hier, wenn du die Rückwand reinmachst, ist die bündig hier mit den Seiten. Aber guck mal, hier fehlt ein Zentimeter. Warum ist denn das so? Hä? Also die Rückwand hat sie jetzt hier reingemacht, die ist ja lose hier. Ja. Aber also unten wenn ist man sie guckt, halt die ist hier überall. Unten ist sie drin reingemacht worden, so genau, umgeklappt. Guck mal, die da. Das muss man das Metall so umklappen. Jetzt habe ich es rausgemacht, musst du mal reinmachen. Aber warum ist denn das hier überall so bündig und hier nicht? Aber woran siehst du denn, dass es da zu hundertprozentig bündig ist? Naja, nicht. Da kannst du das Teil das Ding ist, ja genau, wenn du den Deckel drauf machst, die Spitzen kommen nach vorne, also so rum wäre der Deckel. Ist hier hinten noch ein Loch? Dann ist hier hinten ein Loch? Ja. Oh, das hält ja gar nicht dann. Manu ruft schon mal den an. Manu, hörst du bitte auf damit? Warum ist das so? Reingegangen und hat. Wie sieht überhaupt das Badezimmer hier aus? Mara? Ja? Ihr habt hier ein Körbchen für eure Toilettenpapierrollen. Jan, wir brauchen gerade so einen Turm. Wer als erstes Umfeld hat ihn verloren. Nee. Warum geht hier die Steckdose raus? Nein. Was? Du bist die Malu? Wollen wir unten die Nudeln kochen gehen? Ja. Ja? Wollen wir beide runter gehen die Nudeln kochen? Ja. Ich hab hier. Ja, keine Ahnung. Ja, mach ruhig zu. Was hat nicht. Warum hat es nicht gepasst? Was hast du denn anders gemacht als jetzt? Nix. Ich hab's nur einmal auseinandergebaut. Halt mal kurz fest hier unten.
Tisch laufen. Ich filter mir immer Wasser. Matthias zum Beispiel trinkt das auch mit Kohlensäure. Immer als allererstes wach werden und Vitamine nehmen. Ich gut in den Tag starte. Und wisst ihr, woran ich, was ich richtig hasse an mir selbst? Ich hasse es, online zu bezahlen, zu bestellen und so ein Scheiß, ja. Und dann schneide ich mir immer selber ins Blut, indem ich einfach meine Sachen nicht bestelle. Und dann stehe ich da mit so ein bisschen Pulver und komme eigentlich gar nicht mehr zurecht mit dem Kram, weil es viel zu wenig ist. Aber meint ihr, ich lerne daraus? Meint ihr allen Ernstes, ich... ich lerne nicht daraus. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich wahrscheinlich morgen kein Zeug. Nur das hochdosierte Zeug. Weil ich nicht gerade aktuell kriegen möchte in der Schwangerschaft. Das nervt mich. Eigenverschulden ist das. So. Ach, schön blöd, Tanja. Schön blöd. Selbstschuld. Gut, ich beende jetzt hier den Tag. Ich muss unbedingt gleich losfahren zur Nuklearmedizin. Ich habe das jetzt so weit rausgezögert. Ich habe nur noch eine Tablette. Und damit ich das, damit ich mir schnell neue Tabletten holen kann, beziehungsweise sie werden wahrscheinlich auch wieder Blut haben wollen. Ich kenne die doch. Ich kenne meine Spezies. werde ich das schnell hinter mich bringen. Ich werde mich schnell fertig machen. Und dann schnell mal losdüsen. Ne? So. TÜV-Papiere rechnen. Deinen Dämpfer. So. Diese Luftfeuchtigkeit draußen. Was ist das hier? Büro 100%. Melting Soft Cream. Heißt das, dass ich das jetzt testen kann? Mask. Creme, Maske. Steht hier eine Anwendung bei? Weiß ich doch nicht, wie man das anwendet. Inhaltsstoffe hast du 30.000 Stück. Porous Hydration Glow. Hört sich nicht nach Abwaschen an, oder? Okay, dann teste ich das jetzt mal. Gut, ich bin mich jetzt fertig. Baue mir wenigstens ein Gesicht, damit ich das hier irgendwie richten kann. So, das war's ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen, was wünsche ich euch? Tag, Nachmittag, Abend. Und bitte sagt mir, dass ihr auch so mit Proben seid. Passt auf jeden Fall gut zum Pullover, ne? Mal nach, ob wir wirklich aufgeben wie ein Hefekloß. Gewaschenes Gesicht habe ich ja schon.
So. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht gleich.